Das Integrationsgesetz soll Flüchtlingen künftig klare Regeln zum Zusammenleben in Deutschland mit auf den Weg geben. So werden 100.000 neue Minijobs geschaffen, um Flüchtlinge auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten. Und die Vorrangprüfung bei der Jobvermittlung wird für die ersten 3 Jahre ausgesetzt. Essentiell hierfür ausreichende Deutschkenntnisse. Deshalb wird die Teilnahme an Integrations- und Sprachkursen künftig Pflicht. Wer ohne wichtigen Grund fernbleibt, dem drohen Leistungskürzungen. Das Gleiche gilt bei Verstoß gegen die Wohnortauflagen, denn der Wohnort kann künftig von den Bundesländern vorgeschrieben werden. Eine möglichst breite Verteilung der Flüchtlinge fördert die Integration. Geduldete Flüchtlinge werden während einer Ausbildung nicht abgeschoben und sie haben auch danach noch ausreichend Zeit, sich einen Job zu suchen. Ein Daueraufenthaltsrecht nach 5 Jahren erhalten Flüchtlinge nur, wenn sie ausreichend Deutsch sprechen und ihren Lebensunterhalt überwiegend selbst bestreiten können. Das Integrationsgesetz ist ein Meilenstein in der Bundesgesetzgebung. Zum ersten Mal befassen wir uns auf Bundesebene mit der Frage, wie die Integration von Menschen, die als Flüchtlinge zu uns gekommen sind, gelingen kann. Und in diesem Gesetz sind wir uns einig, dass wir 2 Prinzipien einsetzen müssen. Zum einen fördern durch Sprachkurse, dass wir aber dann auch fordern müssen. Ich finde, das ist ein bemerkenswerter das Ergebnis dieser Klausurtagung der Bundesregierung in Meseberg.